Oh yeah, Mario. Cool, Mann. Coole Moves. Ah, guter Mann, danke. Und ich war nicht mal auf der Tanzschule, ob Sie es glauben oder nicht, hä? Und jetzt passen Sie auf. Diese Hüfte. Ich versteck mich in aller Öffentlichkeit. Gut, was? Also, dein Hüftschwung ist noch ausbaufähig. Hier stehen viele Militärfahrzeuge rum. Ich glaube, ich leih mir eins aus. Bereit? Du willst, dass ich mitkomme? Wir wären nicht Frigo und etc. ohne Mario Frigo. Ja, gut. Klauen wir ein Militärfahrzeug. Vielleicht ja ein gepanzertes, aber keinen Jet oder Helikopter. Mir ist noch ganz schummrig von meinem Hüftschwung. Hey, und kein Panzer. Ich habe ein bisschen Platzangst. Was? Kein Panzer? Was? Nein, das geht doch nicht. Ich will meinen Panzer haben. Kein Panzer, Mario. Du bist ein Arsch. So, was soll ich machen? Mario mit Herfahrzeuge bringen. Hier steht ja ein Haufen rum, habe ich gehört. Ich sehe nur keins. Da ist ein Smart. Let's klubsch, was wir da oben finden. Ein Militärfahrzeug klauen. Das hier sind ja unsere eigenen. Kannst du nicht als Militärfahrzeug, oder? Zählt das einfach als eins? Wir werden es gleich sehen. So. Ist ja unseres. Haben wir nicht geklaut, aber egal. Ist Militär oder nicht? Du. Kannst du mal aufmachen? Danke. Jetzt fahren wir zu Mario und dann geht's los. Wow, es war knapp. Brumm, brumm. Hey, hier liegen Leichen auf dem Boden. Ich war's nicht. So, Mario. Dann komm mal rein. Schnapp dir deine Pumpgun und dann geht's los. Wir müssen deinen Wissenschaftler befreien. Los geht's. Mal gucken, hat uns noch was zu sagen unterwegs vielleicht? Ah, der Schlitten gefällt mir. Er ist zwar nicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind saubequem. Ja, das ist ja die Hauptsache. Nicht gepanzert, sagt er. Willst du mich verarschen? Das ist das Beste vom Besten, das Neueste vom Neuesten. So. Ja, mit Space, da geht er mit. Mein Plan, die Seiten zu wechseln, wurde aufgedeckt. Ich brauche Personenschutz. Oh shit. Sende jetzt meine Position. Oh shit. Dima sagt, der Typ ist wichtig. Lassen wir ihn nicht sterben. Wieso habe ich keinen Schubdüsen? Weißt du, warum er überlaufen will? Niemand arbeitet gern für die Ravello. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. Wow, 5? 5 Millionen? 5. Hier sind wir richtig. Na komm, steig um. Hä, hey, ich dachte, mit E kann man doch wechseln, normalerweise. Dann steig mal normal aus und schneid die so ab. So, kuschelt, geht kuscheln. So, das ist gut. Yo, was geht? Wir sind hier, um einen Wissenschaftler zu retten. Da ist er ja, der alte Sack. Ich bin Dr. Sino Antilicara aus der Ravellos Bavarium Abteilung. Wo finde ich den bewaffneten Widerstand? Ich habe vor, überzulaufen. Sind Sie mein Begleitschutz? Sein Begleitschutz? Ich bin Rico Rodriguez. Das ist Mario Frigo. Bondi. Mario, hol den Wagen. Sino, können Sie einen Helikopter fliegen? Ja, wenn es sein muss. Dann können die auf 2 Ziele schießen. Ziele? Hä, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ziele? Was? Hä? Was? Oh. Meine Kollegin Dima hat versprochen, sie würde meine Flucht in die USA arrangieren. Ich brauche ein Haus in Alleinlage und... Wie wär's damit? Sie werden nicht sterben. Mist doch jetzt. Du so, bist Mario. Der Größte, Rico. Alter, nein. Och, das geht immer nach hinten los, wenn ich das mache. Wenn ich die Reifen kaputt schieße, geht das immer nach hinten los. So, das ist gut. Die hinteren Reifen müssen sterben. Okay, Doc, Sie sind also Wissenschaftler, hä? Was erforschen Sie denn so? Ba-
Bavarium. Aber dem General geht es bei unserer Forschung nur um Waffen. Er hat mich gefoltert und einige meiner Kollegen getötet. Also muss ich überlaufen. Cool, Doc. Folgen Sie uns. Wir schaffen Sie hier in 0, nix weg. Wow. Das war knapp. Die fahren sich gegenseitig über den Haufen. Geil. So muss das. Ja, flieg ganz langsam. Du hast ja Zeit, mein Freund. Du hast Zeit. Was? Zeno, fliegen Sie nicht zu nahe ran, bis ich Sie erledigt habe. Yeah! Hallo, meine Freunde. Hier bin ich. Macht mal Platz hier. Macht mal bitte das Ding auf. Die Verstärkung ist nicht mehr weit weg. Wo geht denn hier ein Knopf? Da ist ein Knopf. Jung. Schnell, schnell, schnell. Und dann drücke ich mal drauf. So. Alles klar. Aber halten Sie nach weiteren Stellungen Ausschau. Wo ist jetzt der Heli? Ach, da ist der Heli. Hüpp. Yeah, Rico. Jo, mache ich. Mach alles super. Danke, mein Freund. Wir werden das nicht schaffen. Alles klar. Ich glaube, die Räder kann man nicht kaputt machen. Ich arbeite daran. So. Rico ist auch hier. Okay, komm schon, komm schon. Das ist gut, das ist gut. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Ha, das ist ja sehr beruhigend. Ah, komm, komm, komm. So, die dämlichen Fahrer nerven. Nee, deine Reifen kann man nicht kaputt schießen. Ist ein bisschen doof. Aber man kann den Fahrer da tot schießen. Irgendwann mal. Muss nur rankommen an den Fahrer. Jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Oder auch nicht. Doch, er ist tot. Was ist jetzt los? Schon wieder. Schwing die Hufe! Die Verstärkung ist nicht mehr weit weg! Ja, ja, okay, mach ich. So, ups, vorbei. Entschuldigung, Mario. Mario, du musst noch ein bisschen warten. So, es wird gehackt. Mario, du kannst weiter. Werden, Rico. Ich fahre jetzt mit. Pass auf, dass du keine Leute überfährst, ne? Mario. Wäre nicht schön, mein Freund. Wäre nicht schön. Ja, läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Wird eine ganz entspannte Fahrt werden. Monitor habe ich auch noch. Ein bisschen nachladen vielleicht. Vielleicht mal F drücken. Ungefähr jetzt. Oh, fuck. Okay, war vielleicht doch nicht der beste Plan, den ich je hatte. Aber war doch ganz schick. Ja, bin der Größte, habt ihr gehört? Alter, die haben Helikopter schon. Wow! Einfach weiterfahren, als wäre nie was gewesen. So muss das sein. So, schon wieder? Ich dachte, er hält schon wieder an. Aber nein, er wollte nur die Reifen kaputt machen ist das Schönste, was es gibt. Wir sind hier. Hilf uns, den Rest von die Ravellas Truppen zu erledigen. Alter, wie viel Truppen hat der denn? Willst du mich verarschen? Jetzt reicht's mir. Boom! Hier, fress meine Granate. Oh, die war zu weit. So, wo haben wir denn hier noch was? Da ballert doch irgendwo noch was rum. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir sind im Ziel. Geil, jetzt haben wir einen Wissenschaftler, der ein bisschen was verraten kann. Ich hoffe auch was Gutes. Und nicht irgendein Müll. Wer kann richtig gut fliegen eigentlich? Vielleicht können sie Helikopter fliegen. Viele Menschen können Helikopter einfach so fliegen. Gewisse Versprechungen gemacht. Mir wurde Geld zugesagt. Und Land. Wir können sie zu General Di Ravello zurückbringen, wenn sie wollen. Dima, du Miststück. Du hast mich reingelegt. Ja, mal kommen. Der kann froh sein, dass er da weg ist von diesem komischen General, der einfach Leute erschießen, sich selbst erschießen lassen, ja, also... Hey, Rico. Ja, was gibt's? Mission abgeschlossen. Überläufer. Du bist mein Held. Danke. Hey. Hallo? Ja, ich frage mich, wohin der Strom von Vis Electra umgeleitet wird. Ich habe aber eine Hypothese. Befreie weiterhin Provinzen auf Insula Fonte. Das würde die Interferenzen durch die Ravellos Militärinfrastruktur aufheben. Ja, mach ich.
Motorradfahren ist aber auch geil. Ich glaube, wir fahren Motorrad. Traktorfahren ist cool, aber Motorradfahren ist noch geiler. Okay, ist nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn die Kamera auf einmal rumschwenkt. So, wo wollen wir denn jetzt hin, ist die Frage. Wo sind wir überhaupt? Ist, glaube ich, noch... Warte mal, Moment mal. Wir haben doch jetzt eigentlich diesen Sprungmod, oder? Haben wir schon den Sprungmod? Fahren, fahren, fahren. Den haben wir doch schon. Maus 3. Hä? Ach, antippen. Okay. Das geht bestimmt nur mit Autos. Wir holen uns mal ein Auto. Warte doch mal. Hey, das ist... Ho, ho, ho. Ja. Antippen, 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 antippen. Geht nicht. Turbo geht auch nicht. Hä? Ich versteh's nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Wir sind in Feno, okay? Was gibt's denn hier Schönes? So. Oh, ist das schön hier. Ah, die Stadt gehört... Oh, die Stadt gehört uns nicht. Das wollen wir aber nicht. Das müssen wir noch ändern. Das müssen wir ändern. Die Stadt wird uns gehören. Ups. So, dann befreien wir das Ding mal schnell noch. Ich weiß nicht, ich finde es einfach wichtig in dem Spiel, dass wir auch ein paar Sachen befreien. Immer mal mit einer Mission machen, dann mal wieder was befreien. Mission machen, wieder was befreien. Ich finde das ganz wichtig. Denn das hier ist eine riesige Polizeistation, sehe ich gerade. Das wird witzig, da reinzugehen. Yeah! Bring alles mit, was du hast. Sorge für Verwüstung. Nice. Boom, bam. Was? Das muss explodieren. Geht doch. So. Der Tod kommt von oben. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. So, jetzt aber. Wow. Okay, was müssen wir noch machen? Hier vielleicht ein bisschen was kaputt machen. So. Verstärkung zu eurer Position. So, Kronk ist wieder im Einsatz. Was müssen wir denn machen? Hier das Tor zum Beispiel könnten wir mal. Ja. So, machen wir das Tor mal auf. Ist immer ganz gut. Das ist immer das Richtige. Da kommen die Rebellen und helfen ein bisschen mit. Wie geht die Munition aus? So, hier lag doch gerade eine Granate. Munition kann man nie genug haben. Ja, Munition kann man nie genug haben. Deswegen hole ich mir ein bisschen Muni. Ich finde das gut, dass man hier Munition kriegen kann. Alter, warum leckt denn das auf einmal so? Was? Was ist hier los? Okay, ich hatte gerade ganz kurze komische Ruckler. Helikopter am Anflug. Ich wiederhole. Helikopter am Anflug. Aha, ein Helikopter. Den hole ich runter vom Himmel. Wo ist er denn? Der Hubi. Da kann ich hacken, da kann ich hacken. Da ist der Helikopter. Oha, du willst also was von mir, ja? So, komm mal her. So, du bist raus. Und tschüss. Haben die Luftabwehr? Ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich drauf schießen soll. Gibt's da noch was zum kaputt machen? Da ist ein bisschen was. Explodiert hoffentlich gleich. Yeah, nice. Verstanden. Liebe es. Verstärkung ist unterwegs. Ich liebe es, wenn nochmal alles explodiert. So, müssen wir mal gucken, wo wir hier noch was kaputt machen können. Luftunterstützung ist unterwegs. Was? Oh. Die kriegen immer Raketen. Das ist immer so unfair. Wieso kriegen die immer Raketen? Oh, shit. Ja. Warum nicht? Ja, kacke, kacke. Ich komme hoch, mein Freund. Ich komme hoch. Jetzt habe ich die Raketen. Raus mit dir. Yeah. Okay. Nice. Jetzt kann ich alles zerstören. Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Ja, die Lage ist eskaliert, meine Freunde. Da ist eine Tankstelle, die muss in die Luft fliegen. Ich weiß auch nicht warum. Es muss einfach sein. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs. Was haben wir da? Weg mit dem Dreck. Helikopterunterstützung nähert sich eurer Position. Helikopterunterstützung brauchen wir nicht. Hier, Mini-Raketis. Oh, das ist ein Helikopter. Komm schon. Verstanden.
Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Keine Chance gegen mich. Wir schon bombardieren einfach die ganze Stadt. Die ganze beschissene Stadt wird niedergemetzelt. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Vor allem hier, bei dem Ding. So, Lautsprecher sind weg. Da sind doch noch, da muss doch noch ein Lautsprecher sein. Und irgend so ein hässliches Schild ist ja wieder. Irgend so ein Werbeplakat, wo man wieder keine Ahnung hat, wo die sein sollen. Die findet man immer nicht so einfach. Lalala, da ist sie es. Hat das Gebiet verlassen. Oh ja, das war es doch nicht. Alle Einheiten. Ups. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Ach, Kronk, stimmt doch gar nicht. Hä? Okay, was ist es? Ist an was? Alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Das ist echt schwer. Mich kann man ja gar. Oh nein. Was ist jetzt los? Wow. Nein, Windows will runterfahren. Windows will Neustart machen. Fuck. Oh, ich hasse Windows, Leute. Findet ihn so schnell es geht. Ich hasse Windows. Da wollte Windows jetzt einfach einen Neustart machen. Puh, Schwein gehabt, dass es nicht passiert ist. Da ist ein Schild. Yeah. Ist aber nur ein klein, aber eins gewesen nur. Oh. Warum muss auch ein Lautsprecher sein? Mal ganz konzentriert ein bisschen über die Landschaft gucken, ob wir einen finden. Ich sehe mal gerade keinen. Die Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Was ist denn hier los, ey? Findet ihn. Heute ist echt komischer Wurm drin. Auf einmal kommt hier noch. Steam geht auf einmal noch hoch. Zurück zur Tagesordnung. Ziel ist entkommen. Ziel ist entkommen, Alter. Willst du mich verarschen? Wie kann man denn einen Helikopter, der über der Stadt fliegt, einfach so übersehen? Aber okay, Kronk. Wir sind deine Leute. Die sind halt ein bisschen zurückgeblieben. Ganz schön fies, ne? Bin ganz schön fies heute. Wo sind hier meine. Da muss doch immer noch ein Lautsprecher sein. Bin ich da echt so blind? Da hat er sich versteckt. Und Schuss. Bringen wir es hinter uns. Attackiere so. Zielperson. Alle Einheiten hierher. Ja, jetzt fliege ich wieder hoch oder fliege wieder irgendwo hin. Und dann bin ich schon wieder weg. So, dann, was ist denn das andere da? Wir können ja mal kurz schauen, hier oben bei Karte. So, Flagge ist ein Überwachungssystem, Polizeistation. Überwachungssystem ist schwer. Polizeistation müssen wir hacken und so. Alle Einheiten noch, in Alarmbereitschaft. Wenigstens die Plakate könnte ich jetzt noch suchen. Bei den anderen muss ich eh rein. Da muss ich direkt rein. Aber wo ist denn hier die Plakate? Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Moment, da guck mal so. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich glaube, ich muss im Gebiet sein, damit ich das sehen kann. Jetzt. Okay. Wo sind hier Plakate? Mann, die sind so schlecht eingezeichnet. Man kann die kaum erkennen. Hier ist, glaube ich, was. Bin mir nicht sicher. Mit meiner Farbschwäche erkenne ich das Rot kaum. Aber gucken wir mal. Muss ja denn hier irgendwo sein? Da. Okay. Und das andere Schild ist da hinten. Wegpunkt setzen und dann wird da hingeflogen. Da versteckt sich das Schild, das letzte. Aha. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Wo ist es denn? Hä, ich sehe da nichts. Da! Na klar. Yeah! So, bei dem Bewachungssystem und so, da muss ich jetzt eh dann woanders hin. Wir fliegen einfach mal ein bisschen hoch. Können wir einen coolen Fallschirmsprung machen. Außerdem wollte ich sowieso mal gucken, wie weit man noch eigentlich hochfliegen kann. In dem Spiel. Muss ja ordentlich hochgehen. Los, finde den Rebellen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil die Berge, wir sind noch nicht mal so hoch wie der Berg da hinten oder der Berg dort hinten. Alter. Oh mein Gott. Ziel verloren. Ja, ich bin entkommen, Leute. Ich bin entkommen. So easy. Schade, dass es ja kein Höhenmesser gibt. Doch da. Wir sind ja ungefähr über unser Ziel. Es ist ungefähr ein Kilometer weit. Wieso haben wir einen Kilometer? Also mal jetzt schon hoch. Oh Mann. Ach du Scheiße. Es muss einfach mal sein, Leute. Ich will das einfach mal gucken. Heli-Krieg. Die meisten bei einem einzigen Helikopterflug getötete Gegner. Wow. Ich bin auf Platz 23 mit 3 Kills. Bin halt ziemlich gut mit dem Helikopter unterwegs. Nicht so wie andere Leute. Ich schieß mal. Die Rakete wird irgendwo da unten eintreffen und alles zerstören. Aber das ist nicht mein Problem. Hier gibt es sogar Wolken. Schön. Also man kommt eigentlich nicht drum herum,
das Spiel mit GTA 5 ein bisschen zu vergleichen. Auch wenn GTA 5 irgendwie was ganz anderes, ein ganz anderer Aspekt irgendwie hat, dass man sagt, GTA 5, das ist viel mehr Story und das ist halt so Gangster und das ist viel mehr mit rumfahren und alles. Dieses Spiel ist eher rumfliegen, habe ich das Gefühl, aber es ist ein Open-World-Spiel und man kommt einfach nicht drum herum, das damit zu vergleichen. Aber ich muss sagen, ich finde es schade, dass die Autos und so nicht so gut genutzt werden, immer noch, weil man einfach rumfliegen kann. Das Rumfliegen ist einfach viel angenehmer als alles andere. Oh, ich glaube, ich habe die Maximalgrenze erreicht. Ich kann nicht höher fliegen. Okay. Und ich sehe... Scheiße, die Stadt ist unter mir irgendwo. Na gut, dann tschüss! Oh yeah! Fallschirmsprünge will ich auch irgendwann mal real machen. Das muss so geil sein. Yeah! Oh yeah. Ich sehe zwar kaum was, aber ist das krass oder ist das krass, Leute? Boah, ist das geil. Also von dem Berg einmal skydiven, das werden wir auf jeden Fall auch mal machen. So, reicht es jetzt, wenn ich hier den Fallschirm aufmache? Oder soll ich lieber noch ein bisschen warten? Bin mir nicht sicher, ein Kilometer, reicht das ungefähr? Oder soll man das ein bisschen eher machen? 600 Meter, 500, ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht bei 300? Oh, reicht locker. Roffel. Wo ist mir der Helikopter eigentlich? Kommt der hinterher geflogen irgendwann, oder? Wo ist der? Wer weiß. Ich glaube, hätte ich da ganz oben schon den Fallschirm aufgemacht, dann wäre irgendwo der Helikopter gewesen. Jetzt wahrscheinlich... Hä, was ist da unten? Es muss wie ein Unfall aussehen. Was ist das? Wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von Diravellos Spitzeln abholen soll. Klau sie und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Hä? Wie soll ich denn die als Fahrer ausgeben? Okay. Aber ich dachte, das muss wie ein Unfall aussehen. Meine Nachbarin ist neulich Nacht nicht nach Hause gekommen. Ihr Mann wollte bei uns bleiben. Hä, wie soll ich die jetzt entführen? Ja. Ich liebe sie, so? Rico! Sehr gut. Hol jetzt den Informanten ab. Kein Gefecht, sonst verrätst du dich. Nee, mach ich nicht. Kein Problem. Ich bin der beste Fahrer der Welt, wenn die Kamera nicht so kacke wäre. Die letztens war die Kamera weiter rausgezoomt, jetzt ist sie wieder so nah rangezoomt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das letztes Mal gemacht habe. Da muss ich auch nochmal an die Steuerung mal ein bisschen gucken. Aber jetzt fahren wir erstmal genüsslich dahin. Hallo, mein netter Herr. Sie sind also ein Spitzel hier. Sie haben mit einer Limousine werden sie abgeholt. Oh. Ach du Scheiße, es dauert ja ewig. So, dann kommen sie mal. Guck mal, ich sehe auch aus wie ein Chauffeur, ne? Wunderschön sehe ich aus. Mit meinem Jackett und alles. Dann kommen sie mal, Spitzel. Wo läuft die hin? Ach so, weil die Tür nicht aufkriegt. Oh. So. Kamera. Komm, Leute, wir gucken mal eben. Ich würde mal ganz gerne gucken. Huch. Ups. PC-Steuerung. Haha, wir sind ja am PC. Auto. Nach links, primär, bla. Kamera zentrieren, B. Fallschirmverbindung lösen. Hä? Keine Ahnung. Ach, die bleibt jetzt zentriert. Scheiße. Hä? Mist? Na gut. Hör jetzt gut zu. Das Militär darf nicht wissen, dass wir seine Informanten kennen. Wir müssen sie ausschalten, aber es muss wie ein Unfall aussehen. Täusch einen Unfall vor, aber spring im letzten Moment ab. Oh, ist das dreckig hier. Haben Sie Ihr Auto schon mal geputzt? Nicht schlecht, Rico. Das war die beste ich Idee des für dich eine Zukunft im Spionagegeschäft. Shit, meine Kamera ist fixiert. Kampfhandlungen vor. Was? Einheiten hierher. Fuck, meine Kamera ist fixiert. What the fuck ist das denn? Was für eine Kacke ist das denn? Weil das ist im Auto, soll das angeblich sein. Kamera zentrieren auf B. Zurückschauen, halte B. Was ist jetzt für Mist? Na klasse. Ja, keine Ahnung, wie soll ich denn jetzt hier... Moment, ich muss nochmal reingucken. Tut mir echt leid, Leute, dass wir das hier machen müssen mitten im Spiel. Hä, was ist das für Mist? Hier ist die UI. Boot, Motor, Auto, zu Fuß.
gibt's aber gar nichts mit Kamera großartig. Nach links gehen. Springen, Verbindung, Enterhaken. Hm. Ja, geil. Ich kann die Maus nicht mehr bewegen. Was? Was? Ich kann die Maus nicht mehr. Boah, Leute. Okay, Leute, ich muss hier kurz irgendwie... Ich muss das mal wegschwimmen. Oder sonst verrecke ich hier. Und dann muss ich wohl oder übel neu laden. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Gut, Leute, dann mache ich hier kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen.